Scheiße, ist das dunkel, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt ist heller. Ja, die Sonne wird verdunkelt, sehr gut. Alter, ist da langsam. Oh, verflucht. Moment mal, dann können ja doch mehr Dostos halten. Geil. Blau. Jetzt erleben wir unser blaues Wunder. Richtig altes Teil. Wie dieser Mini-Anzeige. So, die Türen haben es auch in sich. Jetzt gehen wir mal durch den Zug der zweiten Generation. Now let's have a look inside the train. First class. Second class. Zweite Klasse. Richtig viel Freiheit hier. Die Dinger kenne ich auch noch. Hä? Geht das nicht? Mann, der zischt ja richtig. Zischt mir mehr als wie bei Daniel Düsentrieb. So, jetzt ist noch relativ unspannend, aber ich zeige euch gleich mal was im anderen zweite Klasse Abteil. So, das ist was für den Papa. Richtig Beinfreiheit hier. So, zeige ich euch das mal. Also hier ist richtig Beinfreiheit. Aber richtig. Die Anordnung der Sitze sind schon recht interessant hier gemacht. So, jetzt gucken wir uns gleich mal den Steuerwagen an. Sieht voll geil aus in Blau. Da kann ich mich dran gewöhnen. Jetzt gucken wir auch direkt mal vorne rüber. Schlecht zu sehen.
So sieht das Ganze vorne aus. So, unten los. Ja, nicht wundern, das mit dem Blaulicht und so, das hier in Moers normal. Leider. Das dürfte jetzt relativ unspannend sein. Ja. Hey! So, Fossa Emscher Express. Was Fossa sein soll, weiß ich gar nicht. Emscher, ja, ist dieses Flüsschen, was durchs Ruhrgebiet fließt. Auch gleich mal einen mitnehmen. Ja, Fahrpläne, Mini-Fahrpläne, yeah. Jetzt gehen wir erstmal unten lang. So, das ist der Dosto der dritten Generation. Double Coach of the Third Generation. Wow. Space in this place. Mehrzweckabteil. Wow. Noch so ein Zuglaufschild. Bin mal gespannt, ob sich Leute das krallen werden. So, noch eine wichtige Info. Durchgeführt von Lokpartner. Sagt mir jetzt eigentlich gar nichts. Boah, mir ist so warm, ey. Und jetzt gehen wir nach oben. Lustig ist ja, dass keiner von den Kollegen da ist. Haben sich 1000 Leute angekündigt, die ich heute treffen werde. So. Der scheint komplett zweite Klasse zu haben, was auch gut ist. Finde ich klasse. Ha ha ha. Ja, so wie ich es auf dem A1 auch sehen würde. Nur, dass die halt etwas, sag mal, die nachfolgende Generation sind. So, und das war's vorerst. 1995. Meine Güte, klar doch mal auf hier. Yamaha. So, wir sind in Moers und fahren nach Bottrop. Es geht los. Kommt eigentlich eine Durchsage, das wäre geil. Einen schönen guten Tag und willkommen in der A44 auf der Fahrt von Moers nach Bottrop. Mit unterwegs sein in Rheinhausen, Duisburger Bahnhof, Obersener Bahnhof, Obersen, Osterfeld Süd und Bottrop von Nord. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Vielen Dank, Chef. Einen wunderschönen guten Tag. Now let's take a ride. So, jetzt sehen wir gleich mal die Trasse. Mal gucken, ob dann eine M6 CNF unterwegs ist. Weil gestern, am 3. Februar, war eine. Ne, was haben wir heute? Heute ist der 4. Ach, heute ist der 4. Okay. Wenn du die Treppe wieder runterläufst, du sitzt unten im Zug. Mach sie bitte deine Füße von meiner Hose weg. Warum wird das immer so dunkel angezeigt? Jetzt mach die Mini. Oberhausen. Geil. Nee, ich hab keinen Bock auf den Weg. Na, jetzt kommt keiner. Hm? Ja, hast du eine Waschmaschine? Nee, kommt nichts. Nee, hier kommt nichts Interessantes, aber. Ich mach meine Na ja gut, hier ist die Trasse, vielleicht kommt dann das eine oder andere, aber jetzt gerade nix. Schade. Schade, aber ich finde die NGT6 geil.
NGT6? Ja. Naja, oder NF6, wie die. Boah, da kommt gerade was. Scheiße. Ey, fährt der ganz links vorbei? Da fährt ein Jütte vorbei. Da würde ich mal sagen, wechseln wir nach links. Da ist Auto Jütte, der fährt ganz lang dran vorbei. Am Eisenhammer. Dann kann man nämlich die Busse sehen. Von Jütte. Aus einem ganz alten MAN aus den 80ern. Geil. Ja, eben. Lass mal die ganzen Birken, die da kaputt sind. Boah, der fährt echt in das eine, wo der AE19 immer vorbeifährt. So Leute, ich zeige euch das gleich mal. Also noch langsamer fährt. Wir haben übrigens endgeiles Wetter hier, wie ihr sehen könnt. Aber der Frühling ist nicht mehr weit. So, danach sieht man das gleich. Dann kommt der Eisenhammer. Die Straße heißt wirklich so. Ich rede jetzt nicht von nichts anderem. Ja, dann kreist der Eisenhammer. Hä? Dann kreist der Eisenhammer. Nee, dann kreist der Hammer. Ja, das hat man auch mal gesagt. Das war ein ganz alter Spruch. So, das ist der Eisenhammer. Nee, das ist er nicht. Hä? Warte mal. Nach der Straße müsste das kommen. So, gleich nach links gucken. Gleich. So. Da stehen die Busse schon. Oh, ein Ex-Stork haben die. Ein Stork O530G haben die. Seit wann haben sie den denn? So, den Neoplan, der ist alt. Jetzt kommt Cody, jetzt kommt gar nichts mehr. Das war's. Cody, das ist aber nur das Lager. Also nicht, dass jetzt hier, dass die Frauen jetzt denken, oh, schön shoppen. Ne, ist nichts mit shoppen. Hier ist nur Umschlag. Es kommt Osterfeld Süd irgendwann mal. Ja, S9. Ey, geil, die Zähne ist im Kasten. Können diese Augen lügen? Der nächste Halt, Moers. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Moers. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dankeschön. Die Zähne ist im Kasten. Geil. Geil, ne?